kümmerliche Vorstellung. Im heutigen Video geht es mal wieder um Gothic 1 Logiklücken. Davon gibt's einige. Und unter meinem letzten Logiklücken-Video haben viele Leute weitere Logiklücken in die Kommentare geschrieben. Ich selbst hatte mir aber auch schon eine Handvoll notiert. Fangen wir mal an. Erstens. Der Brief an Xardas. Wenn man in die Barriere geworfen wird, dann gibt einen Pyroka einen Brief für den obersten Feuermagier. Dieser Brief ist an Xardas adressiert. Und da ist auch schon der Knackpunkt. In dem Schreiben geht es um die Bruderschaft. Laut Gothic Almanach gründete sich die Bruderschaft ca. 5 Jahre vor dem Zusammenbruch der Barriere. Und laut Milton hat Xardas das Lager auch schon seit vielen Jahren verlassen. Also halten wir mal fest. Xardas ist seit einigen Jahren weg, hat aber irgendwann mal einen Brief geschrieben, wo er über die Zustände der Barriere aufgeklärt hatte und den Feuermagiern außerhalb der Barriere mitteilen wollte, dass es diese Sekte gibt. Dann verlässt er das Lager und es braucht viele Jahre, damit ein Antwortschreiben kommt, was dann noch an ihn gerichtet ist. Ist ein bisschen unlogisch meiner Meinung nach. Diego sagt ja auch, dass die Boten der Magier immer gut belohnt werden, also scheint es ja eigentlich einen regelmäßigen Austausch zu geben. Zumindest müsste man davon ausgehen. Aber laut diesem Schreiben stimmt das nicht. Weil warum sollte so viele Jahre später erst ein Antwortschreiben auf den ursprünglichen Brief von Xardas kommen? Die einzige Sache, wie ich mir das noch vielleicht erklären könnte, dass ein anderer Feuermagier den Brief verfasst hat und die Feuermagier in der Außenwelt einfach davon ausgehen, dass Xardas immer noch der Anführer der Feuermagier innerhalb der Barriere ist und deshalb den Brief auch an ihn adressierten. Das würde aber auch nicht ganz zum Schreiben selbst passen, es sei denn, es wurde im Namen von Xardas von einem anderen Magier geschrieben. Das würde dann aber immer noch nicht erklären, warum es so lange gebraucht hat, bis überhaupt eine Antwort kam. Denn wie gesagt, die Bruderschaft existierte schon seit einigen Jahren. Was meint ihr zu dieser Sache? Wie erklärt ihr euch das? Zweitens, der Austauschplatz und die dortigen Warenlieferungen. Das sind mehrere Punkte, die mich stören. Erstens, am Austauschplatz ist so gesehen gar nicht viel los. Dort arbeiten keine Leute, da stehen ein paar Kisten rum und wirklich gut geschützt wird er auch nicht. Das wäre aber ein Punkt. Ein anderer Punkt wäre, wie gewährleistet man überhaupt, während eines Krieges, wo auch schon die normale Bevölkerung unter dem Krieg leidet, dass die regelmäßigen Warenlieferungen in der Strafkolonie stattfinden können. Im Gothic 1 Intro erfahren wir, dass der König alle möglichen Annehmlichkeiten gegen das Erz tauscht. Das heißt aber, es muss einen regelmäßigen Schiffsverkehr vom Festland nach Korinnes gegeben haben. Wie hat man das bewerkstelligt, während ein Krieg herrscht und Ork-Galeeren die Meere heimsuchen? Sind schwer geschützte Flotten zusammen mit Handelsschiffen durch die Meere gereist? Irgendwie kann man sich das ja bestimmt zusammenreimen, aber ganz logisch finde ich das auch nicht. Und ein weiterer dritter Punkt, der mit der Austauschstelle zu tun hat, wäre dann noch, wenn wir in der Barriere sind, kriegen wir nie einen solchen Warenaustausch mit. Grimm erzählt beispielsweise, dass er eine Fuhre vor uns reingekommen ist, circa eine Woche vor uns. Aber wenn wir dann in der Barriere sind, kommt nie wieder eine weitere Lieferung mit Gefangenen oder Waren. Was meint ihr dazu? Drittens, die alte Mine. Vor dem Eingang der alten Mine gibt es ein kleines Lager. Da stehen ein paar Wachtürme, da ist eine Barrikade, da sind einige Werkzeuge und Maschinen. Leider arbeitet dort niemand und da gibt es auch keine Wachen. Das heißt, wenn jemand den Eingang der Mine besetzen wollen würde, dann könnte er das tun. Das neue Lager ist unmittelbar in der Nähe. Warum gibt es da keine vernünftige Verteidigung? Auch hier hätte ich mich darüber gefreut, wenn zumindest am Eingang des Lagers einige Wachen stehen würden, auf den Türmen Armbrustschützen positioniert wären und wenn man auch nicht ganz so ungehindert einfach in die alte Mine gehen kann. Die alte Mine ist genau der Punkt, der das alte Lager relevant macht. Dort wird das meiste Erz gefördert und eingeschmolzen und dann gegen Annehmlichkeiten aus der Außenwelt getauscht. Man sollte dann doch meinen, dass der Schutz eben genau dieser Mine eine höhere Priorität hat. Oder nicht? Viertens, der 13. Magier. Wenn Satoras uns das erste Mal von Xardas berichtet, dann redet er über den 13. Magier. Xardas war aber eigentlich der 12. Magier, denn ja, es gibt 13 Magier in der Barriere, aber einer davon ist Milton und der ist bekanntlicherweise erst später Magier geworden. Deswegen ist das ein Fehler und eine Logiklücke. Fünftens, der Feuer- und Wasserkreis. Wenn man mit Satoras spricht, dann erklärt er uns, dass sich erst innerhalb der Barriere der Feuer- und Wasserkreis gebildet hat.
Wenn wir das mit den Geschehnissen in Gothic 2 vergleichen, dann kann das nicht sein, weil es zum Beispiel auch Watras außerhalb der Barriere gab. Der einzige Punkt, wie ich mir diese Sache erklären könnte, wäre, dass er meint, dass sich die Magier, die in der Barriere waren, in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Also, ursprünglich waren alles Feuermagier, aber einige Magier haben sich abgespalten und haben sich Adanos zugewandt und somit der Magie des Wassers. Das finde ich aber dann trotzdem immer noch ein bisschen merkwürdig, weil wenn man Magier wird, dann legt man einen Eid ab und schwört Innos beispielsweise ewige Treue. Wenn man selbst innerhalb von Gothic diesen Weg geht und erst Feuermagier war und später Wassermagier, dann reimt sich Satoras das auch selbst ein bisschen zusammen und sagt, ja, du bist ja ein Magier der Elemente und du hast halt einfach beide Eide abgelegt. Aber dann müsste das ja bei denen auch der Fall sein. Darüber wird aber nie gesprochen. Was meint ihr dazu? Sechstens. Stone. Im letzten Kapitel findet man noch einen Teleportstein und kann nochmal zurück ins alte Lager gehen. Wenn man sich dorthin teleportiert, dann trifft man auf Bartolo. Und dieser erzählt einem dann, dass sie den Schmied Stone gefangen haben. Und daraufhin sagt der Held, wo ist Stone? Als würde er sich wirklich für ihn interessieren. Zu diesem Zeitpunkt kann man aber auch noch nie mit Stone geredet haben. Stone spielt bei Gothic 1 keine wirklich große Rolle. Man hat nur mit ihm zu tun, wenn man Gardist ist. Und dann auch nicht viel. Deswegen ist es merkwürdig, dass sich der Held dann so für Stone interessiert, obwohl man zu ihm eigentlich gar keinen Bezug hat. Für diese Sache gäbe es aber, so finde ich, eine vernünftige Lösung. Man könnte Stone gegen Diego austauschen. Beziehungsweise nicht ganz austauschen, sondern Bartolo hätte einfach gesagt, wir haben Diego gefangen. Diego hat sich ja sowieso ganze Zeit vor dem alten Lager rumgetrieben, wurde dann beispielsweise von Bloodwyn und seinen Leuten aufgegriffen und in den Kerker gesteckt. Diego wurde nämlich nicht direkt umgebracht, sondern wurde eingesperrt, weil er ja jahrelang für Gomez vorher gearbeitet hat. Zu Diego hat man auch eher einen Bezug, Diego bedeutet dem Spieler was und deswegen würde dem Spieler auch eher etwas daran liegen, Diego zu helfen anstatt Stone. Wenn man dann Diego befreit, könnte Stone ja zufällig auch in der Zelle sein. Und dieser will sich dann auch erkenntlich zeigen und verbessert zum Dank die Erzrüstung. 7. In Extremo. Sobald Kapitel 2 vorbei ist, verschwindet In Extremo. Und Grimm antwortet auf die Frage, wo In Extremo denn sei, dass sie weitergezogen wären. Und da ist die Frage, wohin? Klar könnten sie in eins der anderen Lager weitergezogen sein, aber man findet sie nirgendwo. Schön wäre gewesen, wenn man zumindest ihre Leichen irgendwo finden würde. Nettes Easter Egg wäre da zum Beispiel gewesen, wenn das Ganze im Orklager passiert wäre. Aber das tut man nicht. Die einzige Sache, wie man sich das vielleicht noch erklären könnte, wäre mit einer Theorie, die mal von Lena von Gescheit gespielt aufgestellt wurde. Lena meinte mal, dass In Extremo sich aus mehreren Buddlern gebildet hat, die dann auf die Bühne gehen und zu In Extremo werden, als Band. Und wenn der Auftritt dann vorbei ist, dann gehen sie wieder ihren normalen Arbeiten nach und sind wieder normale Buddler, die keinen Namen tragen. Die Idee dahinter finde ich sehr witzig und so kann man sich das Ganze erklären. Was meint ihr? Ja, und das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Ich habe hier auf meiner Liste noch weitere Logiklücken stehen, die ich dann in einem nächsten Video besprechen werde. Falls ihr auch noch Logiklücken habt, schreibt diese gerne in die Kommentare und schreibt mir auch gerne eure Ansichten zu den genannten Logiklücken. Ich bin sehr gespannt. Das war's von mir, habt noch einen schönen Tag, Leute, und macht's gut. Anga hier. Das war's mit der Vorstellung. Aber hier an der Seite gibt's noch mehr. Guckt da gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal.